So. Na dann, Go-Go-Druide. Irgendwie kriegt man immer den Warleader angezeigt. Tomblurker. Ich mag ja den Fight Promoter irgendwie total gerne. Aber er ist halt schwierig auszulösen und oft schafft man es gar nicht und dann ist es nur ein richtig, richtig miserabler Minion. Wenn man es schafft, ihn auszulösen, ist er ziemlich OP. Tomblurker, 5 Mana, 5-3 ziehende Karte. Ja, was soll's. Nagery Warden, auch wenn wir damit noch nichts auslösen können. Irgendwie buggt diese Übersicht auch immer mal ganz gerne. Ich finde Webweave sieht so geil aus. Go Hustrina. Aber wir nehmen den Ventomancer, ne? Wenn jetzt nichts kommt. Er wird sagen Webweave. Man kann Kicks anklicken für Kicks. Ja, man hat irgendwie eine Chance von... Alle Viertelstunde eine 50% Chance, dass man eine Kiste kriegt. Und nehmen wir Webweave. Ich habe oft das Gefühl, dass es zu einfach ist, die zu removen. Also die Gegner hatten es halt auch noch nicht besonders oft. Aber wenn sie es hatten, hatte ich eigentlich immer genügend kleinen Scheiß, um da was wegzutraden. Die Technik heutzutage. Ja, es gibt random Loot für Zuschauer. Aber es gibt jetzt eben zwei verschiedene Kicksysteme. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwie die eins abschalten werde, aber die Kekse, die ihr quasi darüber bekommt, die kriegt ihr dann nicht über die Kekse, die ihr zum Beispiel für Musik oder so bekommt. Also es sind zwei Systeme. Einmal das, was quasi über den Chat läuft und einmal das, was ihr direkt im Stream angezeigt bekommt. Ach komm, wir nehmen Webweave, das sieht immer so niedlich aus. Vielleicht ist die Karte auch besser, als ich dachte. Ich habe mittlerweile bisher nur so wenig Arena gespielt, dass ich da echt noch kein Gefühl für habe jetzt. Seid ihr mit on? Mark of the Lotus, ganz klar. Lycotron? Naga Corsair? Longneck? Ja, mit 5er More Attack sollten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Ich meine jetzt schon 2. Na, ja, Firefly. Webweave ist verdammt gut. Ja, ich hatte die Karte halt, glaube ich, noch nie und gegen mich war sie bisher immer nicht so stark. Root of the Swarm auf jeden Fall, der ist super gut. Dead Spirit ist leider nicht so geil in der Arena. Alle Teacher vs. Nourish. Nochmal Firefly. Bone Mare, absolut OP. Joa. Snacky! Thrashadon gegen Earthen Ring. Frost Rider war gerade ziemlich gut. Ah, Lotus Agent ist so stark. Dabei könnten wir das Stone Shape wahrscheinlich ziemlich leicht auslösen. Epigul mag ich überhaupt nicht. Earthen Scales auch nicht. Wir haben schon gute Synergien damit. Ich versuch's. Noch mehr Elementare. Spreading Plague scheint ziemlich OP zu sein. Ich spiele diese Karte nur irgendwie immer falsch. Muss ich mal mehr drauf achten. Ein Bug. Ross.
Fetchling. Wir cutten auch den Runt. Ja, Stone Shaper sollte ziemlich gut sein. Wir haben so viele Wege, den auszulösen. Das gleiche gilt für Servant of Kalimos. Brilliant Plague ist so krank mit dem 4-Drop. Achso, mit dem 4-Drop, ja. Ja, ja. Ja, wir nehmen Kalimos. Ja, wir haben so viele Elementare. Wir haben einen Fletchling. Ich will noch ein bisschen mehr Elementarsynergie haben. So, ihr könnt, eine Sekunde, die Kekse und so. Kann ja schon mal ein Spiel suchen. Ach man, ey. Immer ist irgendwas über diesen Anzeigen drüber. So. Malfurion versus Malfurion. Druide Mirror direkt am Anfang. Willst du den am Anfang behalten? Der Lauch des Todes. +20 auf die 3 und 100 auf die 4. Oh Mann, da muss ich ja jetzt auch was hinkriegen. Beides ziemlich hoch. Dann spiele ich den gleich Zug 3, Hero Power und den Zug 4. Ah, komm, bekomm irgendwie Bullshit. Divine Shield. Okay. Ich weiß nicht genau warum, aber ich liebe diese Animation. Empires Fall. Allerdings. Spiele ich jetzt Webweave? Spiele ich Lotus Agents? Könnt ihr noch killen mit Nash und Hero Power? Ancestral Spirit auf den Thrashadon? Okay, er macht das genau andersrum. Tja, jetzt lieber Webweave oder lieber Eldern Longneck?
Ist schon irgendein Death Shuttle Minion gestorben? Nee, ne? Vielleicht dann Shashadon. Was auch immer er jetzt vorhat. Wobei Ancestral Spirit auf die Dinger auch eklig ist. Sollte für einen Druiden schwierig sein. Ich muss dran denken, den Elder Longneck auf jeden Fall zu spielen, bevor die anderen Sachen da alle weg sind. Ist das eventuell lethal? Genau. 10, 11, 12, 16, 17. Kann Nash leider nicht noch oben drauf spielen. Aber ich glaube, das war's. Ich habe quasi einen 2-Mana-Threshadon bekommen. Die Combo jetzt noch. Selbst der Big Game Hunter hilft ihm jetzt nicht mehr. Das ist schon echt heftig. Und Webweaver jetzt richtig gut, ne? Ich glaube, es hat ihn ordentlich blockiert. Ja, genau. Zug 6 hat dann nur Hero Power genommen. Irgendwie hatte er da anscheinend Angst vor. Zug 1 Firefly, Zug 2 das andere Elementar, Mark of the Lotus. Oder eher Zug 2 Coin Frost Rider. Hmm.
glaube, finde ich besser. Das ist echt interessant mit dem Freeze, jetzt wo wir wissen, wie das richtig funktioniert. Vor einer Weile hätte ich jetzt noch gedacht, ich habe letzten Zug einen Damage gemisst. Mal gucken, eventuell nächsten Zug los offen hat, dann Markus zu Lotus. Naja, den muss auf jeden Fall direkt mitmachen. Wobei ich mir es auch noch aufheben kann für Violet Teacher. Der nächsten Zyklus auf dem Hunter Flame Elemental Mark of the Lotus. Es wird immer besser. Okay. Ui. Na gut, wenn er dafür seinen AE jetzt rausschmeißen will, dann soll er es machen. Nächsten Zug dann wahrscheinlich Nash Hero Power. Alles glitzert. Ja, und jetzt kommt der Flamestrike. Ich sehe es schon kommen. Winter is here, and it's cold. We have many secrets. Thrashadon oder Bone Mare? Ich hätte Bone Mare lieber. Thrashadon kann ich auch gut spielen, wenn ich kein Board habe. Ach, wie golden alles ist, ey. Ein goldenes Glitzerboard. Shiny, shiny. Bling, bling. Wir haben beide goldene Helden. Oh, und jetzt spielt er hier Psychotron. Nicht golden. Ja.
versus Malfurion. Versus Malfurion. Versus Malfurion. Oh Gott, wir sind in einer Endlosschleife. Wir kommen nicht mehr raus. Sie. Bei Tobe. Wobei das doch nur auf bei Command-Zeilen funktioniert, oder? Bei Windows passiert mir noch gar nichts. Also. Jetzt nicht testen. Hier ist nur Alt F4 angesagt. Stimmt. Steuerung C ist natürlich Copy. Ja, wer kennt da am meisten Kürzel? Also X ist noch ausschneiden, V einfügen, A alles markieren. Noch irgendwas, was man so auswendig können könnte? Die 1-2er Minions übernehmen die Macht. Tausende Eclipse Hotkeys. Also sind es nicht größtenteils die gleichen, die man halt sonst auch so hat? Ja gut, klar, Steuerung Z rückgängig, stimmt. Aber vorwärts zum Beispiel weiß wieder keiner, ne? Weiß ich auch nicht. Welchen heilen wir? Lieber auf 2-3 oder lieber 1-2? Ach komm. Liv, Schnecke. Sei am Leben. Ich meinte, dass sehr viele Hotkeys überall die gleichen sind, wie halt Copy und Paste. Wahrscheinlich in Eclipse genauso. Ja gut, natürlich hat es da noch ganz viele eigene. Das wollte ich gar nicht in Abrede stellen. Was ist denn das hier für ein stranges Board, was ich habe? Ja, das meinte ich ja, vielleicht gibt es ja da auch noch Hotkeys, die man quasi, die du dafür weißt, aber die ist eigentlich auch sonst noch woanders. Ich überlege gerade, ob ich die ganzen Hotkeys von Warcraft noch kenne, Warcraft 3. Das war so das erste Spiel, wo ich dann versucht habe, mein ganzes... Nein, nicht mein ganzes Makro, sondern nur den Start, aber halt den ganzen Start des Spiels in Hotkeys hinzukriegen. Das werden die, ist alles andere natürlich nicht. Oh Gott, mein Gegner wird so fluchen, ey. Nur scheiß poisonous Viecher, die ich hier hab.
Redo ist Y. Stimmt. Ja, jetzt wo du sagst, weiß ich, fällt's mir auch wieder ein. Ich glaube, bei Warcraft war halt, wenn du einen Worker in der, angewählt hast, halt immer G für Gebäude errichten und dann. Ja, halt, glaube ich, ganz simpel. F für Hof, K Kaserne, A Altar. Hm. 4, 9, 10, 11, 12, 13. Ich hätte mal erst kratzen sollen. Das wäre nicht so gewesen. Ja. Weil ich den Trade vorher gemacht habe. Ach, Mann. Hatte die englische Version. Ja, das war immer das Ding, dass die dann irgendwie wiederum andere hatten, ne? Ne, damals habe ich noch die ganzen Sachen auf Deutsch gespielt. Das kam bei mir erst dann später. Das hat wirklich bei mir, hat WoW den Ausschlag gemacht, weil sie irgendwann als WoW schon. Oh Gott, wie alt war es denn da? Ich glaube, es war ein Jahr oder so alt. Also es gab es auf jeden Fall schon eine Weile. Und dann haben sie angefangen, die ganzen Namen zu übersetzen. Vom Englischen ins Deutsche. Und das fand ich einfach nur so daneben. Du kannst dich ein Jahr, nach dem Spiel raus ist, anfangen, alle Namen zu übersetzen. Weil ich glaube, das war schon länger raus. Das war schon mit dem Burning Crusade Add-on, glaube ich. Naja, wie auch immer. Ja. Ja, vor allem die ganzen Neulinge haben dann immer irgendwas gefragt und man wusste gar nicht, was sie meinen. Der war so gut damit mit seinen Spinnfingern, unfassbar. Blingdorntal, ja genau. Möge er in Frieden ruhen, ist er tot? Eisenschmiede? 24/7 listen to heaven. Venus Ordelia. Illidan Sturmgrimm. Oh Mann. This is a calm time for conversion. If you are the hypnotic type, lie back, relax. Familie Höllenschrei. Sturmwind. Naja. Ich glaube, die Idee war so ein bisschen, dass so zu machen, wie es bei Herr der Ringe ist, weil da haben sie auch alle Namen übersetzt und da funktioniert es irgendwie. For details on conversion, ring our hotline on 070-LOVE. Ach, ich weiß nicht, wie ich das spielen soll. Ach scheiße, das ist ja bitter. Ja, da bei sowas muss ich sagen, hatte ich bisher echt Glück. Das ist bisher keine Freunde wegen so einem Bullshit verloren. Ja.
Na gut, dann können wir jetzt wenigstens Stone Shaper spielen. Oh Gott, den nächsten Stone Shaper aber wiederum nicht. Und er muss den jetzt pingen. Den kill ich dann jetzt mit Nash. Dann Coin Longneck. Ah, Longneck gegen den Mage ist aber auch echt nicht so geil, leider. Wären zwei einer nicht geiler gewesen. Ja, ich dachte halt, so kann ich wenigstens einmal mit 5 angreifen. Und so, sonst pinkt er ihn halt direkt und das sind 2 in einer. So, ich falle jetzt schon den 2 in einer und 5 einer. Ja, Lotus Agents und die beiden traden, glaube ich. Oh, Backstep ist eigentlich so viel besser als Stormcrack, aber Stormcrack ist mehr Value. Evolving Spores ist noch mehr Value, aber ich krieg gerade nicht so viele Minions angelegt. Ich glaube, ich nehme Stormcrack. Ah, ich würde ungern Servant of Kalimos spielen und dann Stone Shaper zu aktivieren. Wir haben noch Firefly im Deck und wir haben noch Igneous Elemental im Deck. Und der hat natürlich irgendwie ein Element nach dem anderen. Okay, Firefly, sehr gut. Ich kann den Song gerne skippen. Kommt jemand drauf hin, wo das ist? More info after Dolphin Diving. Das geht nämlich noch ein ganzes Stück. Ja, es ist GTA. Es ist nicht GTA 3. Does the modern world move too fast? Take a right, left. No, no, no. It was a red light. Noise and stress. It's blunt. This drill's blunt. Give me a new one. Bigger one. You need a break. You deserve a break. You need Hush, the new self-reliant sedative from Zaibatsu. Hush when you don't need to rush. Do not use Hush while driving. Hush is medically dependent after 28 days. So, ich spiele jetzt noch das zweite Ding und dann spielen wir aus dem nächsten Zug. Krishna enjoy a dream life of angels, but many Krishna work hard helping rid the city of cars and pollution. If you want to join the cars, andererseits finde ich es auch ganz witzig. Ich kann ja mal einen großen Teil skippen und hören wir das noch. Which closed 4 city blocks and left 18 people dead. Sabina Ferry will be reporting live. Break yourself on my body. So. Venus Ordelio. And you're listening to Heavenly Radio. Bei City wäre auch falsch gewesen. Ach du Scheiße. Eigentlich. Ja, genau.
Nee, das ist GTA 2. Ein Rest haben wir jetzt noch zu Ende. Das war noch alles ein bisschen abgefahrener, als es in den späteren GTAs war. Irgendwann musste der mal ein bisschen ruhiger werden. Das habe ich damals auch so viel gespielt, ey. Ey, es ist echt. Das war echt der Wahnsinn. Break yourself. Hey Kaipu! Wie läuft's? Ja. What we do. Das gefällt mir alles nicht. Ich hatte einen 919 Osruk. Das ist ja jetzt echt durchgekommen. War erst ein 5-15er und ich habe dann Bone mehr noch drauf gespielt. Jetzt kann es ja noch sein, Eisblock oder irgendwas mit Spells. Faces is a place. Ja.
Kekstüte! Alles klar. Wahrscheinlich wird es Counter-Spell gewesen sein. Sehr gut. Smog! Vielleicht so ein Smog-Gesichtsausdruck mit dem Krümelmonster? Ich kann halt nicht zeichnen. Let the hunt begin. Hier sind Skills weg, aber Firefly und Mark of the Lotus ist auf jeden Fall schon mal super. Mit dem guten Hüldnir. Hüldnir! Jetzt ist wieder die gleiche Frage. Spiele ich den Coin oder warte ich, bis Violet Teacher liegt und dann Coin, Mark of the Lotus? Das ist halt dann der Superzug. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ah, ich glaube, jetzt muss ich den Hülten hier coinen. Wobei, nee, ich spiele jetzt. Snacky, rette mich! Bevor du kamst, Kalpu, hatte ich einen Deathwing. Und ich musste den Deathwing in die Schnecke traden vom Gegner. Und der hat das Spiel dann gewonnen. Das bricht einem das Herz. So, nächsten Zug dann, Violet Teacher, Coin, Mark of the Lotus. No! Ja, ist trotzdem gut. Wobei ich auch nur Violet Teacher spielen könnte und nächsten Zug dann... Also ich könnte jetzt Coin, Mark of the Lotus spielen oder ich könnte nächsten Zug... Raging Worgen, Flame Elemental, Mark of the Lotus. Oder. Don't get greedy. Naja. Du hast ja recht, das ist schon ziemlich gut. Aber ich könnte nächsten Zug, wenn ich noch die Karte, wenn ich noch einen Zug warte. Ah. Wäre der perfekte Zug 8 gewesen. Oh nein, der macht alles nach. Dann kann ich gleich eine Spinne kopieren. Man könnte zwar mehr Value haben wollen, aber ist schon okay. It's poisonous, poisonous. Join the pack. I shall do as you say. Instruction. Spinnies, attack! Put this apple on your head. Jo, mach das. Yeah! Ja, das ist Donkey Kong 64. Thank you.
God Critic? Was ist das? Ich glaube, die haben dann so ein paar neue Sachen geedit, ne? Ich achte gar nicht mehr so auf dieses Rad. Am Anfang habe ich da immer genau geguckt, was da alles erschienen ist, aber... Mittlerweile hat man es einfach so oft gesehen. Hallo. Ich könnte den coinen, aber dann kann ich den nicht coinen. Und wenn ich den nächsten Zug coinen will, kann ich aber den jetzt nicht spielen. Genau den Card kann er jetzt nicht da rein traden. Ja, jetzt kann ich überlegen, ob ich... Nee, kann ich nicht. Es bleibt eigentlich nur das Elemental jetzt übrig. Als Zug. Ich könnte den wegtraden, weil ich meine, da kommt ja 2-2 und dann kann ich den direkt auch wegtraden. Wenn ich den spiele, ist der nächsten Zug nicht mehr aktiviert. Ich könnte jetzt auch den coinen. Ich habe genügend 5 Drops. Wait, ist das besser? Geldon ist so stark in der Arena. Nächsten Zug kann ich mir dann überlegen, ob ich Psychotron oder Lotus Agents spiele, ist auch gut. Der Venturi-Typ ist aber nicht nice one, what? Auch. Auch nice one. Ja, halt immer mal wieder. Ich glaube, die Musik geht wieder so ewig, die muss ich ein bisschen vorspulen. So, wie machen wir das am besten? Ich würde eigentlich gerne Hero Power, das passt aber überhaupt nicht. Ich bin einfach nur Psychotron. Bei den spiel den G-Face. Am nächsten tut dann wahrscheinlich einfach Geddon. Yeah.
Oder Bone. Ja, wahrscheinlich passt Gerdan jetzt wirklich nicht. Den die beiden traden. Sein Bonemeer ist nicht mal golden, ey, dass er sich da reintraut. Wie war das mit Fashion Souls? Fashion Souls. Derp Face. Meinst du, weil die so krass sind oder siehst du die wirklich in dem Artwork? Ah, in dem Artwork. Vielleicht im Flügel sind die Augen. Die Frisur, hinten das Ohr. Ja, ich versuch's. Ich sehe, was du meinst. Spreading Plague Fetchling? Spreading Plague ist so unglaublich nervig. Wo ist es geswappt? Ja. Wenn ich so ungeduldig bin und das einfach so direkt reinschmeiß. Eigentlich müsste ich, glaube ich, sehen, dass ich jetzt einen Thrasher dann spiele. Dass wir den eventuell nächsten Zug noch kopieren können. Dann Thrasher dann Hero Power. Okay, dann get on Hero Power. Und mit einem Wisch ist alles weg. Ja, hat er noch clever dazugelegt. Gerdan ist so heftig, ey. Silvermoon will fall. So
Pow! Dots. Ach, das geht auch schon wieder so lange. The worst player, knapp vorbei. Malfurion versus Jaina. You asked for it. I must protect the wild. Hey, Hosenhealer auch weg. Den Rand haben wir bisher noch gar nicht gesehen, ne? Ey, danke für ein Follow. Mewbu. Dankeschön. Was hast du geholt, Kalpo? Was Leckeres? Ich glaube, ich coin den einfach. Vielleicht kann ich nächsten Zug Nash spielen. Und wenn nicht, dann eventuell den Run. Ah, wenn er jetzt einfach nur in einer Einer hinkt, dann ist das natürlich irgendwie doof. Bin ich wahrscheinlich trotzdem in der Wand. Oh, lieber Nash oder lieber den Rund? Nash ist maneffizienter. Ich glaube, der Runt ist aber insgesamt stärker. Und wenn ich das jetzt wegtrade, dann habe ich einen 3-Drop gegen einen 3-Drop. Das ist auch super. Dankeschön, Ravencloud. Ich glaube, ich spiele einfach Nash. Wegen Maneffizienz. Körniger Frischkäse. Und Nutella auf Brötchen, okay. Also Frischkäse mit Süßzeug? Das ist ja verrückt. Ich bin mir nicht sicher, ob das was für mich wäre. Das ist total geil, schmeckt mir süßes Zeug. Ja, wahrscheinlich kann man da viel mehr mischen, als man so denken würde. Was ist mit dem Subben los? Irgendwas tappt daran? Ein Teller auf Frötchen, voll absurd, ne? Wieso? Du hast doch einen Stern, du bist doch gesubbt. Du hättest jetzt gesagt, Brötchen auf Nutella, Tobo, oder wie? Schmeckt tatsächlich gut mit süß. Ja, konservativ wie im... Findet das schwierig. Naja, hier finde ich gut, glaube ich. Eigentlich warst du kein Sub mehr ab heute. Ich habe auch einen Sub weniger, aber der braucht manchmal irgendwie einen Tag, um das anzupassen mit den verschiedenen Symbolen. Also es kann schon sein, dass dein Sub ausgelaufen ist und der das aber erst am Morgen anzeigt. Also ich müsste jetzt gucken. Ich glaube, du bist bei mir auch als Sub nicht mehr drin.
Aber ich kenne mich damit leider auch viel weniger aus, als ich eigentlich sollte. Ich habe ihn jetzt deshalb gebufft, damit er nicht gepinkt werden kann. Jetzt müsste es klappen. Du müsstest dann oben irgendwo so einen Button bei dir haben, dass du das irgendwie nochmal anzeigen lassen kannst. Da ist irgendwie dann so ein Button, damit du halt bestimmen kannst, wann die Meldung an mich kommt. Damit, falls ich zum Beispiel gerade offline bin oder so, oder du nicht da bist. Das dann quasi erst passiert, wenn ich online bin und du da bist. Kann man sich den Zeitpunkt so zurechtbiegen. Weil bisher habe ich nichts. Ich bin jetzt aber bei meiner Anzahl wieder, bist du jetzt wieder mit drin, also ist plus 1. Ich dachte, es wäre oben im Chatfenster jetzt so eine Einblendung. Oh, so viele gute Möglichkeiten mit Spreading Plague, aber der Gegner hat irgendwie immer zu viel. Ich habe selber immer zu viele Minions da liegen. Aber ich habe jetzt bei meiner Anzahl an Subs habe ich jetzt wieder eine Person mehr, von daher wird das wohl geklappt haben. Naja, so oder so, vielen Dank auf jeden Fall. Dankeschön. Ach du Scheiße. Genau das, Tobe, genau das. Er ist vorbei, oder? Das werde ich nicht gewinnen. Mit seinen unendlichen Elementaren. Ja, das sehe ich auch so, Tobe, leider. Na ja, gut, vielleicht mit zwei fucking Karten. Wahrscheinlich hätte ich es ohne Meteor noch. Vielleicht noch bis zum Ende hin zögern können. Ja, das stimmt. Ja, stimmt schon. Das ist die eine Karte, die andere alleine hätte das nicht gemacht. Und ohne Meteor hätte er auch noch andere Sachen gehabt, um mich zu ändern. Also es lag schon jetzt nur um das Night. Oh.
Da ist leider nichts zu machen. Bei Mage und Warlock ist es ein Synergie-Pick. Okay. Wobei ich sagen muss, dass dafür sehe ich die extrem selten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber aufgeben werde ich nicht. Da muss jetzt schon noch nicht was machen. Jaina und zweimal Meteor im Deck. Das ist echt absurd. Zumal ich sogar sagen würde, ich war weit vorne. Da muss man schon deutlich mehr weit vorne sein. Benjutui, da muss ich nachschauen. Nee, das ist nicht Benjutui. Es ist aber derselbe Komponist. Es ist neuer als Benjutui, das stimmt. So, und ich mache mal kurz Pinkelpause. Da ihr nicht drauf kommen werdet, nehme ich an. Löse ich es auf. Dann noch kurz warten. Komponisten werde ich wohl immer überall raushören. Ja, auf jeden Fall. Den hört man aber auch überall raus. Also. Wobei ich da weiß ich gar nicht, ob ich es da jetzt rausgehört hätte. Es ist jedenfalls das neueste Spiel von dem, was er vertont hat. Aber ich glaube danach, seitdem war schon wieder eins. Das Spiel ist Yooka-Laylee. Dieses Kickstarter-Projekt, wo sie so viele Sachen nochmal gemacht haben, wie die alten Banjo-Kazooies. Das aktuelle Spiel, was er vertont hat, ist dieses Mario Raving Rabbids XCOM Crossover-Gedöns. Yooka-Laylee, könnt ihr ja mal googeln. Bis gleich. Warte mal, ich muss noch mal gucken, genau wie es geschrieben wird, dann schreibe ich es euch in den Chat. Weil das kriegt sonst keiner hin. So, bis gleich.
So, was? Spyro the Dragon? Ist völlig an mir vorbeigegangen, war alles PlayStation-Land. Ne, Yooka-Laylee war, ja, zumindest unter den Nintendo-Liebhabern, würde ich jetzt mal sagen, halt relativ groß in der Presse, weil, ja, das halt so wieder so ein Collectathon-Spiel geworden ist, wie halt die alten Banjo-Kazooie-Spiele und so, und sowas gab es ja jetzt schon relativ lang nicht mehr, und deswegen gab es halt ein Kickstarter-Projekt, sowas wieder aufleben zu lassen mit einer aktuellen Technik. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Speedrunner-Szene sich irgendwie direkt draufgestürzt hat. Weil das zu einem guten Teil auch eine Nintendo-Fanszene ist. Ich werde vielleicht eher mal Banjo-Tooie zocken. Als sowas. Greetings. My greeting. Oh nein, heilt mich! Nächsten Zug dann Root of the Swarm, Flame Elemental und dann Stone Shaper. Trade ich einfach nur weg. Gegen Priester muss ich jetzt aber einfach alles wegtraden. Oh, wollte ich auch gerade sagen. Kann ich den natürlich nächsten Zug nicht auslösen. Aber ich werde schon noch ein Elementar finden. You can't hide from me. You can't hide from me. Ich habe noch keinen Death Rattle Minion verloren, dieses Spiel, oder? Von daher Resolven Hunter, Hero Power, alles reintraden. Don't mess with us. For the wild. Und nächsten Zug dann eventuell einfach den Einer kopieren. So blöd es auch ist. Aber wenn man gegen den Priester das Board einmal beherrscht und dann nicht wieder hergibt. Eigentlich ziemlich weit gewonnen. Ziemlich gut gewonnen. Ja, den Crusher kriege ich jetzt leider nicht kaputt. Resolven Hunter. Resolven? Oder Razorven? Ich weiß ja selber nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Versuch's, aber es gibt hier keine Garantie. Ach Gott, ist das schlecht. Stimmt, es ist Razor und nicht Resorfen. Resor. Razor. Razor-Fan. Razor-Fan? Razor-Fan? Wahrscheinlich ist es Razor-Fan, ja. Nicht resolven.
Siehst du, von wegen richtig ausgesprochen. Razor-Fan. Versuch's mir zu merken. Ich habe keine Ahnung, ob das nicht schon verloren ist. Mal gucken, ob er den jetzt gut heilen kann. Total professionellen WoW-like. Man muss es nur möglichst überzeugend falsch aussprechen und dann glauben wir ihm alle. Wieso zur Hölle heilt er sich und nicht den Typen? Also ganz ehrlich, als Minion wäre ich jetzt ganz schön angepisst. Ah, oh, Tomb Lurker ohne Death Rattle ist nicht geil. Iron Bar und beides rein traden, aber dann kann er den Trade machen, das vorne. Haben wir das Gefühl, natürlich. Kämpfen wir ja auch nur für die gerechte Sache. Für den Sieg. Ach, den Trade! Nicht heilen! Traden! Los! Hopp hopp! Ach so, spät schon. Fuck! Er ist ja nächstes Turnier eingefroren, also ich kann ihn einfach spielen, oder? Was steht auf deiner Uhr? It's Boom O'Clock. Es ist nicht Battlefield 2. Ich glaube, ein Battlefield hat noch niemand erraten. Ja, natürlich ist Battlefield 1. Damn. Nicht schlecht. Oh Gott, wenn er den Trade macht und den heilt. Nicht schlecht, ich glaube, das ist, wie gesagt, dass jemand Battlefield errät, ist neu.
Ja. Ja, ja, es gibt auf jeden Fall richtig gute Battlefield-Musik. Glaube ich jetzt aber auch nicht erkannt. Ah, das war's. Oh Gott. PlayerUnknown's Battleground gespielt? Nee. Ich habe überlegt letztens, ob ich mir das auch kaufen soll. Ich weiß halt nicht, ob ich da Bock habe, mehr als ein, zwei Runden zu spielen. Und dann wäre es halt irgendwie schade um das Geld. Ich habe aber schon überlegt, ob ich es mir kaufe. Bist du schlecht für sowas? Ja, zumal du, wenn dein Laptop schon Probleme mit hast und hat, PlayerUnknown's Battleground hat extremst hohe Anforderungen. Also was ich bisher gehört habe, ist echt ziemlich krass. Jetzt habe ich aber einen neuen Rechner, von daher passt das. Ich weiß nicht, was es kostet. Ich denke mal 20 oder 30 Euro. Ist halt irgendwie nicht die Welt, aber ist halt doch irgendwie Geld. $29,99. Vielleicht. Warte ich, bis es mal irgendwie in einem Sale ist für einen 10er oder so? Weil Steam ist doch irgendwie immer mal Sale. Kommt nicht die nächsten Halloween-Sale? Das wird eher teurer. Also bisher habe ich vor, den 18-Stunden-Stream zu machen. Ich weiß halt nicht, ob jetzt noch irgendwas Schlimmes dazwischen kommt. Aber ich denke, das passt. Samstag. Und ich werde es dann so machen wie immer. Wir werden 6 Stunden, 8 Stunden spielen. Ab morgens. Dann werden wir auf den Nachmittag 6 Stunden irgendein Story-basiertes Spiel machen. Und nachts machen wir dann irgendwie noch Quatsch. Wahrscheinlich dann mit Duke Nukem und Conker. Wenn es released wird, wird es teurer. Naja, mal gucken. Ich ist jetzt auch nicht so, dass ich da so richtig irgendwie hinterher bin. WoW davor? Das ist auf jeden Fall nicht WoW, nee. Ey, Foxy. Hat es schon bei Spielen so, dass sie teurer geworden sind? Ich habe bisher immer nicht das Gefühl gehabt, weil wenn die dann irgendwann raus sind aus dem Early Access, sind die halt dann schon 3 Jahre alt. Und dann werden sie halt auch nicht mehr teurer. Es ist Lord of the Rings Online. Das hättest du dir ja mal gewünscht. Ich habe es extra hinzugefügt. So viele Elementare. Ark wurde teurer. Ja, kein Problem. Hey, you wanna buy a funnel cake? Hm.
50. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es noch jemand spielt. Naja. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, 30 sind ist mir zu viel. Mal gucken, ob ich es irgendwann in einem Sale sehe. Wenn es dann teurer werden sollte, dann spiele ich es halt weiterhin nicht. Ich halte es aus. Hättet ihr das dann gern? Soll ich PUBG auch zocken? Oder sagt ihr, ach, das zockt nur jetzt eh alle? Muss nicht unbedingt sein? Achso, ich dachte, du fragst genau, weil du findest, dass ich es auch spielen soll. Ah, Blazecaller kann ich nächsten Zug nicht spielen und noch ein Elementar habe ich nicht. Egal, wir finden noch ein Elementar im Deck. Wir haben Ignis Elemental noch. Wenn du das spielst, würde ich auf jeden Fall schauen. Ja, na, ich weiß es noch nicht. Die Sache ist, ich würde ja gerne mal ein paar Singleplayer-Spiele mal weiterspielen. Jetzt gerade zum Beispiel Dark Souls finde ich richtig geil. Und da sind ja noch ein Haufen anderer Spiele, auch die Spiele, die wir halt letztens angespielt haben. Ich würde gerne Metro Last Light ja zum Beispiel gerne zocken. Und jedes weitere Multiplayer-Spiel, was natürlich irgendwie dazukommt. Neben Hearthstone zögert das halt alles irgendwie nach hinten weiter raus. Deswegen bin ich da halt so zwiegespalten und würde es halt davon abhängig machen, ob ihr da jetzt voll Bock drauf habt oder eher nicht. Wenn ihr eher sagt, ja, würde ich gucken, aber muss nicht unbedingt sein, dann lasse ich es eher weg. Wenn ihr ohne nicht leben könnt, dann überlege ich, ob ich nicht doch kaufe. Klar könntest du da mitzocken. Hearthstone könnte man quitten, das hat eh nie ein Ende. Ja, naja, sehen manche so, manche so. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen weniger Hearthstone in letzter Zeit gemacht. Ja. Ja, genau. Ich habe ja auch Bock weiter Hearthstone zu spielen, also so ist es ja nicht. Es ist nur so, dass ich halt, wie ich schon mal meinte, bei anderen Spielen, das hat dann halt irgendwie ein Ende und dann kommt ein anderes Spiel und da habe ich halt irgendwie auch Bock drauf. Join the pack. Den Battle Royale kam. Na, ich habe eine Weile extrem gerne PlayerUnknown's Battlegrounds geguckt. Es hat sich dann für mich aber auch irgendwann wieder erledigt, weil es ist schon immer sehr gleich dann nach einer Weile. Also die ersten Runden fand ich super spannend und war total geflasht. Nach, weiß ich nicht, 20 Runden oder so, ähneln die sich halt schon alle. Selber eine Ecke hocken macht Spaß.
Ja, na, ich würde halt, wenn ich es dann spielen und streamen würde, würde ich halt ja auch versuchen, aktiv zu sein und nicht in der Ecke hocken. Sondern Ziel wäre es eher, zweistellig mit Kills rauszugehen, als möglichst lang irgendwo zu sitzen und zu warten. Hast du denn bei dir immer mit Rage Quit? Also hat das schon ein Ende? Ja. Das ist natürlich auch bei einigen so. Ich hoste ja immer diesen Grimes-Typen. Der mir einfach nur aufgefallen ist, weil er extrem gut PUBG zockt. Und da gucke ich halt immer mal ein bisschen zu. Das ist schon irgendwie witzig. Aber ich finde auch generell einfach Leute, die in irgendwelchen Spielen extrem gut sind, das finde ich sowieso immer interessant. Deswegen gucke ich auch die ganzen Speedrunner und so. Dankeschön, Foxy. Ich weiß nicht, ob ihr es halt mal gesehen habt. Ich hoste ja relativ viel in letzter Zeit und unter anderem halt auch diesen Grimms-Typen. Und ja, der schafft es schon relativ häufig auf der 1 zu sein. Spielt halt extrem gut und spielt halt aber auch extrem aggressiv. Also er landet am Anfang immer irgendwo in einem Haufen, wo alle landen, in irgendeinem großen Gebäude. Sucht sich möglichst schnell irgendwie eine Shotgun, ballert alle weg und zieht dann weiter zum nächsten Gebäude. Schon irgendwie sehr cool. Weil die Chance wohl am Schluss das zu überleben ist halt am größten, wenn du am Anfang wirklich irgendwie in so einem Nest landest, weil du dann halt da die geilste Ausrüstung findest. Ich habe ja früher Rainbow Six im Clan gespielt und da ist halt dann eher ein Ghost Recon und so und da muss man dann eher ein bisschen warten und sich verstecken und so. Aber ich glaube, so auf lange Zeit ist das nicht so der Spielstil, der mir Spaß macht. Und bei PUBG beim Zuschauen schon gar nicht. Gott, der hat leider einen richtig guten Anfang. Nächsten Zug dann Stone Shaper. Wie gefällt der Song? Der ist so getragen, ne? Ich mag den auch. Oh Gott, da würde man aber im Leben nicht drauf kommen, von wo der ist. Oh Gott, der geht ja ewig. Aber den hören wir jetzt zu Ende. Let's Dance World Party. Genau. Nee, es gehört zu einem Anime. Was du immer für Spiele kennst, Foxy. Sein Anfang war einfach zu gut. Das hören wir nicht mehr auf. Scheiße.
Jeder hat so seine Favoriten. Das stimmt wohl. Ach komm! Keine Chance. Der Song heißt Bond of Snow Tears und ist von Naruto. Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Ach du Scheiße, was hat der denn für ein Deck? Naja, aber war ein guter Run. Sind wir doch vergleichsweise weit gekommen. Na, ein Secret. Na, wie läuft's? Hoffe auch gut gelaunt. Ups. Das ist hier Zelda verloren. Oh Gott, und ihr habt auf irgendwas zwischen 8 und 12 Wins getippt. Vielleicht kommt die Enttäuschung. Jetzt siehst du nur schon. Ach komm. Mit dem Rücken an der Wand. Ach du Scheiße. The game begins. So schnell kriegst du mich nicht klein. Ja, ich denke auch. Das ist die dritte Legendary, die er spielt. Nur falls ihr auch noch mitzählt. Wo ist sein Ultimate? Don't mess with us.
schade. Aladdin ist es nicht, nee. Dann komme ich aber drauf gerade, dass der Song ewig lang ist. Und ich skippe den mal ein bisschen. Ah, Mann, ey, schade. Aber war ein geiler Run. Sieben Wins sind okay. Auch wenn dann niemand gewonnen hat. Und 75 Gold. Und vielleicht ja ein nettes Pack. Ui! Das hat sich doch gelohnt. Wow, Golden Legendary. Oh ja. Willkommen, Prinz Varana. Nicht nur Legendary, Golden Legendary. Ja, sehr cool. Ich glaube, die wird sogar gespielt, oder? Willkommen in meiner Sammlung.